So Leute, und willkommen wieder hier zurück zu Let's Play EP9. Jo. Ja. Noch 2 Tage, dann ist der letzte Schultag. Ja, dementsprechend auch die letzte Folge vor den Sommerferien. September, ab 3. 4. September wird es dann regulär weitergehen. Let's Show kam ja am Wochenende oder auch noch mal, ja. Und ja, wir machen jetzt hier mal weiter mit unserer schönen, aber feinen Burg. Heute habe ich ein paar Programme im Hintergrund offen. Ja, stört ja wahrscheinlich nicht. So. Hier passt, glaube ich, die Olm recht gut. Haha, Schnee. Das Handy klingelt schon wieder. So, dann schauen wir mal kurz aufs Handy. Eine neue E-Mail, YouTube, ein Kommentar. Okay, mir hat jetzt einer einen Kommentar geschrieben, das kann ich ja gleich mal hier live vorlesen. Und zwar informatives Video mit einem kleinen Stativ wäre es noch besser. Grüße nach Österreich. Dieses Kommentar gehört zum Video meine Modelleisenbahn Juni oder Juli mit Metronom und EP-Log. ÖBB-Log. Ja, er möchte, dass ich ein Stativ verwende. Das kann ich gerne machen und umsetzen. Das ist kein Problem. Vielleicht schaut er ja auch das Let's Play. Ich weiß es nicht. So. Dementsprechend kann ich auch dieses Teil hier da nach oben versetzen. Sehen, wie das oben aussieht. Mal schauen. Hier geblieben. So. Dann wieder wechseln das hier noch einmal und dann passt es auch so. So, wie werde ich jetzt hier weitermachen? Ich werde hier wahrscheinlich da eine Straße hochlegen oder so. Ja. Ihr könnt mir ja jetzt Kommentare posten, wie ich noch weitermachen soll mit dem Schloss da oben. Es sieht jetzt im Moment so aus, mit dem Windrad von unten vom Bahnhof aus, kann ich auch mal klopfen. Und zwar sieht das Ganze von unten so aus. Ja. Ob ich eine Straße hoch mache, ich denke mal ja. Mal jetzt einfach mal die ganze Fläche auf der Anlage grün, dann habe ich nicht immer hier die hässliche Textur und schon wieder mein Handy, diesmal Facebook, das ist aber privat. So.
Ja, wie gesagt, noch 2 Schultage, dann geht's mit dem Deutschlandpass durch Deutschland. Ich werde ziemlich viele Orte abfahren, Dortmund, Köln und so weiter. Und werde dementsprechend auch viele reale Bahnvideos machen, bis zum Umfallen. Ich weiß nicht, natürlich wird es wahrscheinlich, wenn möglich, ein reales Bahnvideo von Berlin Hauptbahnhof und Hamburg Hauptbahnhof geben. Das sind meine größten Ansprüche, Berlin Hauptbahnhof und Hamburg Hauptbahnhof ein Bahnvideo zu drehen. Ich werde auch in die Schweiz und nach Österreich fahren. Ob ich da Videos mache, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, aber nur eins und dann ein Mischvideo, zum Beispiel unterwegs in der Schweiz und unterwegs in Österreich. Das werde ich alles noch sehen, wie das wird. Lasst euch überraschen, ab September geht's weiter. Ich baller euch zu mit Videos bis oben hin. Ups. So. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Die ganze Anlage ist jetzt in einem schönen grünen Farbton. Und die Strecke. Aha, okay, das wird jetzt hier automatisch weitergeführt. Nach links und rechts die Textur. Das wusste ich noch gar nicht. Finde ich aber recht gut. Oh, gefällt mir. Okay, nicht schlecht. Ja, ich werde hier jetzt mal eine Straße zum Bahnhof verlegen. So. Der Movie Maker schon fertig. Ich lade gerade ein Video hier im Hintergrund. Das schluckt scheinbar nicht mehr so viel Leistung heute. Ach ja, falls sich jemand fragt oder irgendwie mit Minecraft und ich Let's Play, also keine Sorge, ich werde das nicht machen. Minecraft ist gleich krank und wenn es nicht so wäre, würde ich es auch nicht machen, weil es viel zu viele gibt, die das machen und ja. Wenn wir mal ein paar hundert Abonnenten haben, dann mal sehen. Wenn euch meine Videos gefallen, bitte immer abonnieren. Ich möchte irgendwann jetzt die 100 Abonnenten knacken. Und dann mal sehen, wie es so weitergeht mit den Videos. Bis dahin wird es auch bald meinen neuen Computer dann geben. Ich hatte zwar einen neuen Kanal, mal sehen, ob ich die Let's Plays dann, wie die dann laufen. Mal sehen. So, kurzer Schnitt hier an dieser Stelle gewesen und ja, ich möchte eigentlich für diesen Part nur noch sagen, jetzt ist Sommerpause. Wir sind jetzt angelangt bei Let's Play EP937. In dieser Folge wurde nicht allzu viel gemacht, aber trotzdem ein kleiner Fortschritt immerhin. Das hier wird natürlich noch geändert mit den Fliesen und so, und da werden dann noch Straßen verlegt. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder am 2. September mit Let's Play EP9 Part 38 und so weiter. Das war's dann.
Ich wünsche euch schöne Sommerferien und bis zum nächsten Mal.